Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Besucher auf der Tribüne. Gut Ding will Weile haben. Doch wenn wir heute die neue Strategie der Bundesregierung für die Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung diskutieren, dann habe ich den Eindruck, sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Noch nie war sie so wertvoll wie heute. Der Brexit, Einreisestopp in den USA, uns fallen, glaube ich, alle noch viele weitere Beispiele ein für einen sich zunehmend isolierenden neuen Nationalismus, den wir an so vielen Stellen erleben können, mit Auswirkungen auf die jeweiligen Gesellschaften im Allgemeinen und natürlich auch auf Wissenschaft und Forschung im Besonderen. Wie gut, dass die Bundesregierung in ihrer Strategie da eine gänzlich andere Haltung einnimmt. Nicht Abschottung, Offenheit ist Garant für Spitzenforschung und Innovation. Oder wie Professor Mlynik das in der Vorstellungspressekonferenz auf den Punkt gebracht hat, der wahre Egoist kooperiert. Klar, wir müssen intensive internationale Kooperationen schmieden, wenn wir unseren eigenen Wissenschaftsstandort stärken und damit am Ende auch unseren Wohlstand sichern wollen. Internationale Kooperation vernetzt und innovativ. Unter diesem Leitmotiv lautet deshalb die neu aufgelegte Strategie die Wege genau dorthin aus und positioniert sich deutlich gegen jede nationalistische Verengung. Und das macht sie so wichtig. Internationalisierung geschieht in verschiedenen Dimensionen. Da sind natürlich die Menschen. Die sind alle heute mobiler als je zuvor. Aber das gilt auch für die angehenden und für die arrivierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie überqueren Ländergrenzen, um voneinander zu lernen, miteinander zu forschen, sich mit Kollegen auszutauschen und in internationalen Projekten gemeinsam zu arbeiten. Brain Circulation ist der Fachbegriff dafür. So nennen wir es, wenn Talente möglichst frei über den Globus sich bewegen. Und Wissenschaft, ich glaube, da sind wir uns einig, ist per Definition länderübergreifend. Austausch von Wissen, Daten und Erkenntnissen, das ist zentral für gute Wissenschaft. Die eigentlichen Spitzenergebnisse werden und können so nur in internationalen Teams erreicht werden. Und wen wundert, die meist zitierten Ergebnisse stammen von international mobilen und damit weltweit sichtbaren Wissenschaftlern. Diese Mobilität zu fördern von Studierenden, von Forscherinnen und Forschern über Ländergrenzen hinweg, dafür haben wir eine Vielfalt von Stipendien und sonstigen Programmen, die hebt die Strategie hervor. Und hier leisten unsere Mittlerorganisationen, der DAAD und die Alexander von Humboldt Stiftung, wie ich finde, hervorragende Arbeit. Mir ist auch wichtig zu sagen, dass sie auch für Studierende und Wissenschaftler in Not, auf der Flucht, wichtige Perspektiven bieten und damit nicht nur die einzelnen Menschen unterstützen, sondern auch wichtige Zeichen setzen für die Wissenschaftsfreiheit insgesamt. Eine andere wichtige Dimension, das ist natürlich die Kooperation zwischen Institutionen, Hochschulen, Forschungsgemeinschaften oder auch mit Unternehmen. In den sogenannten 2+2-Formaten nennt das die Strategie, wo gezielt Unternehmen eingebunden werden, damit international erarbeitete Forschungsergebnisse dann auch schnell in Anwendung kommen. Und dann haben wir die Dimension der großen Zukunftsfragen, die uns alle herausfordern. Auch die sind natürlich international. Denn es ist ja offenkundig, die großen Menschheitsfragen, Klimawandel, Gesundheit, Migration, die werden wir nur lösen können, wenn die Weltgemeinschaft gemeinsam sich auf den Weg macht, nach Antworten und nach neuen Erkenntnissen strebt. Zwei der 5 Handlungsfelder der Strategie haben dies deswegen sehr explizit zum Ziel. Ein Schwerpunkt, der aus meiner Sicht absolut wichtig und richtig ist.
Aber ein großes Anliegen der Strategie möchte ich an dieser Stelle besonders herausgreifen. Die Regierung sagt ausdrücklich, dass sie Entwicklungs- und Schwellenländer noch stärker in den Fokus nehmen will und dabei die Wissenschaft gezielt dazu beitragen soll, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs, gemeinsam zu erreichen. Und hier kommt es nun aus meiner Sicht besonders darauf an, dass die Ministerien hier bei uns abgestimmt zusammenarbeiten. Denn es ist ja klar, dass sowohl das Forschungs- und Bildungsministerium, aber auch Gesundheit, Energie, Landwirtschaft, Auswärtiges und natürlich das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit gefragt. Ein Beispiel will ich etwas vorstellen. Seit Januar 2017 bieten 7 bilaterale SDG-Graduiertenkollegs, 4 in Afrika und 2 in Lateinamerika, eines in Asien, jungen Graduierten eine qualitätsvolle Möglichkeit, in ihren Heimatländern surplus zu entwicklungsrelevanten Themen zu promovieren. Deutsche Hochschulen haben dafür Konzepte erdacht und sie mit den Partnern in den Ländern umgesetzt. Hierfür finanziert das BMZ. Eines dieser Kollegs arbeitet zusammen, die TU Berlin mit der Universität auf Witwatersrand in Südafrika, widmet sich dem Thema nachhaltige Städte und Gemeinden. Das wiederum ist aber auch ebenso Themenschwerpunkt eines großen Projektes bei FONA, das Thema Zukunftswerkstatt. Hier finanziert das BMBF. Exemplarisch zeigt sich daran, dass es viele Anknüpfungspunkte für Synergien gibt. Und auch das ist gut, dass hier die Strategie das besonders hervorhebt. Noch nie war sie so wertvoll wie heute. Die Effekte der Internationalisierungsstrategie gehen weit über eine Effizienzsteigerung in den Wissenschaften hinaus. Wir brauchen, um kreativ und innovativ zu sein, Differenzerfahrungen. Auch und gerade zum Beispiel in fremden Kulturen und Ländern. Man lernt mehr als sozusagen die fachlichen Inhalte an der Uni oder im Forschungsprojekt. Die Kollegen weltweit in den Laboren, die man trifft, die fremden Sprachen, die neuen Nachbarn, all das stärkt unser Verständnis von der eigenen Kultur ebenso wie von der fremden, in der wir leben. International zu sein heißt, Umgang mit dem Fremden zu erlernen und schätzen zu lernen. Grenzüberschreitungen auf der Landkarte führen dann hoffentlich auch zu Grenzüberschreitungen im Kopf. Denn Offenheit und Freiheit im Denken, dafür stehen Bildung und Wissenschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt hat das Wort Frau Kollegin Dr. Rosemarie Hein von der Fraktion Die Linke.